Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst, der zu Ihnen kommt. Es ist wohl eine der längsten Studien der Welt. Im Jahr 1938 startete die Harvard-Universität eine Studie, um herauszufinden, was Menschen wirklich glücklich macht. Und seit mehr als 80 Jahren haben die Wissenschaftler knapp 2000 Menschen aus drei Generationen begleitet, um herauszufinden, was das Wohlbefinden des Menschen positiv beeinflusst. Und das Ergebnis ist erstmal, das Thema ist sehr vielschichtig und kompliziert. Ein glückliches Leben kann man nicht an einem einzigen Faktor festmachen. Zum Glücksempfinden gehören der Schulabschluss, der Beruf, das Einkommen, gesellschaftliche Anerkennung und auch Gesundheit. Das variiert. Aber einer der Verantwortlichen hat es dann doch zusammengefasst und gesagt, wenn wir alle 84 Jahre der Harvard-Studie nehmen und sie zu einem einzigen Lebensprinzip zusammenfassen, wäre das, gute Beziehungen machen uns gesünder und glücklicher. Heute geht es um das Glück in unserem Leben. Und das hat auch was mit dem Glauben an Gott zu tun. Denn Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das steht in den Psalmen und das erlebe ich auch. Indem ich Gottesdienst feiere zum Beispiel. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Gast ist heute Naomi van Doren, die von persönlichen Glücksmomenten in ihrem Leben spricht und uns glücklich macht. Mit ihrer Musik. Oh, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, so stimmt ich da. Vom allertiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen,
noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich danke dir, Vater, Sohn, Heiliger Geist, für diese Zeit, die wir haben, in Gemeinschaft von dir zu lernen und dich besser kennenzulernen in diesem Gottesdienst. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, durch das wir dich besser kennenlernen können. Amen. Weck mich auf, Augen wieder auf. Die Nacht lässt mich im Stich, sie brauchen mich, können nicht ohne mich geschafft. Doch mit welcher Kraft halt ich durch, bin durch, ist meine Liebe stärker als die Furcht. Mit starker Hand sei wie eine Wand, sei überall und bleib am Ball, sonst bringen sie dich zu Fall. Zeig Macht, sei niemals schwach. Darf ich Liebe zeigen, ehrlich sein, jemals ganz ich selber sein? Und bei allem, was an mir zerrt, sie ziehen von allen Seiten vor den Kämpfen streiten. Doch ich will nur zu dir, will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Alles okay, wenn ich dich seh. Alles okay, wenn du vor mir stehst. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Will nur zu dir. Oh. Sie scannen mich und sehen nicht mich. Wer bin denn ich und wie bin ich? Denn keiner weiß es wirklich ran. Komm, halt dich ran, sonst kommt vor dir ein anderer dran. Gibt's Liebe nur für was ich kann. Oh. Und bei allem, sie ziehen von allen Seiten vor, dann kämpfen, streiten. Doch ich will nur zu dir, will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Alles okay, wenn ich dich seh. Alles okay, wenn du vor mir stehst. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Will nur zu dir. Oh. Ich streife alles ab, werf es hinter mich, schieb mich durch den Tag, weil es dich ergibt. Komm, wir tauchen ab, du und ich heimlich, deine Worte klar. Denn ich kenne dich. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Will doch nur zu dir, zu dir, zu dir. Doch nur zu dir, zu dir.
Naomi van Doren, nur zu dir. Ja. Schöner Song. Danke dir. Was möchtest du uns zu diesem Song sagen? Also dieses Lied habe ich, das war das erste Lied, was ich nach einer langen Pause geschrieben habe, als ich mit der Musik aufgehört hatte. Und ich hatte eine Einladung bekommen und dachte, ja, wenn ich einen Song schreiben kann dafür, dann komme ich. Und der Song kam zu mir, ich glaube, ich war schwimmen oder so, ich hatte Freizeit und der ganze Song und der Film dazu, worüber ich schreiben will. Und zwar dachte ich an meine Kinder und dass ich gemerkt habe, dass wenn ich die zwischendurch einfach mal knuddel oder sie mal kitzel oder nur so 2 Minuten auf der Couch kuscheln am Nachmittag zwischen Sport und Hausaufgaben und dein Zimmer aufräumen und essen und hier und jetzt müssen wir das, dann kommen die besser zurecht mit all den Sachen, weil jeder will was, auch von den Kindern, meine Güte, ich auch, do this, you know. Und ich habe gemerkt, sie brauchen zwischendurch einfach mal, und wenn es nur kurze Momente sind, und dann dachte ich, ah, das kommt mir bekannt vor, das brauche ich bei Gott auch. Der Alltag, jeder will was von mir und man versucht, es allen gerecht zu werden. Und zwischendurch kann ich einfach kurz die Augen zumachen, durchatmen und mich erinnern, nur du bist dir. Hier. Ich will doch einfach nur zu dir. Und einmal knuddeln, ja, mit Gott. Ja, genau. Es ist ja so eine unsichtbare Beziehung, die wir führen. Das kennst du auch. Und er ist einfach immer da. Und das ist wie eine WhatsApp-Nachricht schicken, nur dass du ihn erlebst. Ja. Naomi, wir haben heute das Thema Glück. Was ist denn Glück für dich? Also für mich ist Glück, fängt immer mit Dankbarkeit an. Wenn ich, sobald ich dankbar bin und mich und drüber nachdenke, wofür ich dankbar bin, geht es mir ja sofort gut, egal wie die Situation gerade ist. Und oft braucht man das auch, um die Situation oder die Krise jetzt in diesem Augenblick so ein bisschen drüber zu stehen, ein bisschen Gelassenheit zu entwickeln. Und es gibt immer 100 Gründe, die dich davon abhalten könnten, dich jetzt glücklich zu fühlen. Das ist und dies müsste besser und dies und das. Und die ganze Welt predigt ja Self-Love, Self-Care, alles, optimier dich und bah. Und ich finde, das ist eine Last, die kein Mensch tragen sollte eigentlich, sondern eigentlich eher, es ist, wie es ist. Und ich bin aber dankbar für das Gute, was mir vielleicht vor einem Jahr passiert ist oder dass ich jetzt noch gehen kann oder dass meine Kinder am Leben sind. Mein Vater ist sehr jung gestorben, dass mein Mann noch lebt oder ja, also ich könnte natürlich, ich rede immer zu viel. Aber Dankbarkeit also ist für mich ein der Schlüssel Tipp, zum Glück. Dankbar und, zu sein. Genau, und in meinem Fall kann ich natürlich nicht weglassen, dass ich ihm dankbar bin. Also es ist nicht nur einfach so, ach, ins Universum oder so, sondern ich weiß, woher das Gute kommt und ich weiß, zu wem ich eines Tages gehe und ihm bin ich dankbar. Und dann wird es sofort persönlich. Und dann Naomi, du machst ganz viel Musik. Du bist im Lobpreis aktiv. Du bist Vocal Coach und das nicht einfach nur irgendwo, sondern bei The Voice of Germany, wo ganz viele Talente zu sich selbst finden, sich entwickeln und dem Erfolg hinterherstreben. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Hat es auch was mit Glück zu tun bei dir? Also, du weißt, ich liebe die Bibel. Ja. Und wenn ich in die Bibel gucke und wenn ich mein Vorbild anschaue, Jesus, dann sehe ich und lerne ich, und das habe ich auch durch meinen Burnout gelernt, Erfolg wird von Gott ganz anders definiert. Als von der Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt, Erfolg ist, wenn du Geld hast und wenn man dich kennt und wenn du alles gut machst und wenn du quasi eine Karriere baust auf der Karriereleiter. Aber bei Gott sehe ich, dass Erfolg ist, wenn ich lerne zu geben, geben ist seliger als nehmen. Und zum Beispiel habe ich für meine Kinder oder für meinen Mann oder auch für Menschen, gebe ich Dinge weg. Ich gebe Zeit, Energie und das bringt Glück und das bedeutet aber, dass man selber
etwas verliert und es macht mich aber reich. Also ganz kurz gesagt, schenken macht glücklich. Sich geben macht glücklich. Ja, wobei du kannst es auch nicht faken. Also natürlich muss da auch das passen und du sollst auch nicht den ganzen Tag nur, du musst natürlich auch deine Pausen einbauen. Aber ich finde Erfolg, also wenn ich Jesus zum Beispiel anschaue, sein größter Erfolg war die Welt zu retten. Und wie hat er das gemacht? Am Kreuz. Er hat sich gegeben. Am Kreuz. Ja. Er hat sich nicht nur gegeben, er hat sich aufgegeben. Und wenn ich mein Leben gebe für meine Freunde, sagt Jesus, das ist Größeres gibt es nicht, als dass ein Mensch sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für mich gemacht. Und das war der größte Erfolg, den er zu Buche schreiben kann. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Die jungen Menschen, oder was heißt, sind nicht alle jung, aber die Menschen, die du coachst bei The Voice of Germany. Ja, die sind alle Altersstufen. Die sind alle Altersstufen, aber die streben ja tatsächlich nach dem Erfolg. Und ich kenne die ja alle nicht persönlich. Ja. Aber wenn ich da wäre, dann würde ich schon sagen, und ich erkenne mich da auch selbst, dass man manchmal schon in die Falle tappt und denkt, naja, vielleicht Erfolg ist vielleicht doch noch klar, sowas. Ja, klar. Kannst du denen auch so eine Botschaft mitgeben? Hat man da Zeit, über sowas zu sprechen? Naja, das Ding ist, wenn sich jetzt zum Beispiel alle umdrehen, weil du gesungen hast, ja, oder wenn du bald ein Konzert gibst und es wird ausverkauft oder so. Das ist ein super Gefühl. Und natürlich ist das auch ein Erfolg. Aber wenn du ein Sänger bist und es wird sich nicht umgedreht und du hast keine ausverkauften Hallen und du trotzdem dein Leben nimmst, das, was dir gegeben ist und was du hast, und das nutzt, um das Beste draus zu machen und zu geben, wer in deinem Umfeld braucht und du auch nimmst, was du brauchst und sie dir geben können. Dieser Austausch, das ist für mich viel erfolgreicher, weil was bringen dir denn 10 ausverkaufte Hallen, wenn du dir danach die Kugel gibst? Dann ist das ja, also dann sagt die ganze Welt, wow, so erfolgreich. Und dann schauen wir uns die Dokumentarfilme danach an, wie sie ganz jung gestorben sind und Drogen die ganze Zeit genommen haben und nicht zurechtkamen. Das ist für mich kein Erfolg. Naomi, du hast, als du das letzte Mal bei uns warst, schon deine spannende Lebensgeschichte angeteasert. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz den Bogen spannen. Du bist bei, also Hippies waren deine Eltern, bist in Kalifornien in einem Tipi geboren. 70s. Bananenkiste war dein Bett. Bestes Bett, Und dann sagt, also dann ist es so krass unvorstellbar. Du hast das letztes Mal gesagt, dein Vater ist an dem Tag deiner Geburt oder vorher, erstens mal haben deine Eltern zu Jesus gefunden, kurz vor deiner Geburt und er wäre auch fast ertrunken. Genau. Du hast den Song letztes Mal performt und jetzt würde mich interessieren, wie war das denn bei dir? Hast du quasi den Glauben an Jesus in die Wiege gelegt bekommen oder? Oh, ich habe es so gut gehabt. Meine Eltern haben uns Kinder nicht erzogen, so wir sind Christen und Christen müssen sich so benehmen und so benehmt ihr euch bitte. Das war nie eine kulturelle Sache, sondern weil die selber gerade ihn kennengelernt hatten, haben sie uns auch von Jesus erzählt. So wie jemand es ihnen erzählt hat. Ich weiß noch, meine Eltern haben zu mir gesagt, Naomi, eines Tages kannst du dich entscheiden, ob du Jesus nachfolgen willst oder nicht. Er will deine Schuld wegnehmen, er liebt dich, er kennt dich. Und es war authentisch für dich. Ja, es war authentisch vorgelebt, aber ich wusste, irgendwann ist es meine eigene Entscheidung. Und ich habe mich aber sehr früh entschieden. Also mit 5 bin ich zu meinen Eltern gesagt, ich will, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Ich will zu ihm gehören. Ich hatte ja schon sein Wirken kennengelernt und sein Wesen schmecken gelernt in der Umgebung, in der ich war, in der WG. Und von meinem 5. Lebensjahr an, sage ich dir, Johannes, seit dem Tag, ich kann mich genau erinnern, gehe ich nicht mehr alleine durch die Welt. Und du hast letztes Mal schon von Krisen in deinem Leben gesprochen. Ja. Und der Glaube, der war von den Krisen nicht betroffen. Er war erschüttert, aber er wurde dadurch gestärkt. Also ich würde sagen, wenn du Sand nimmst und den schüttelst, ich weiß nicht, ob der Sand das geil findet, aber dann wird es fester. Ich würde sagen, meine Wurzeln oder die Erde, in der meine Glaubenswurzeln waren, wurden stärker, als der Sturm kam. Und er kam. Also Papas Tod und dann die 4 Schwestern. Ich habe versucht, noch Mutter zu... Ja, genau. Und an Krebs. Und dann hatte ich die 2 Kinder und dann hatten wir kein Geld und dann hatte ich Stimmprobleme und alles. Und dieser Glaube ist das einzige Fundament, auf dem man bauen kann. Ich bin überzeugt. Und in den schlimmsten Stunden wusste ich, der Fels, auf dem ich jetzt liege, wie ein Häuflein Elend, der ist sicher. Also Glaube hat auch was mit Glück zu tun. Wir haben
vorhin gehört, eine Harvard-Studie, die über 80 Jahre lang Menschen untersucht hat, was Glück wirklich bedeutet. Okay. Die hat auf den Punkt gebracht, dass letztendlich Beziehungen sehr entscheidend sind für Glück. Würdest du es unterstreichen? Ja, ich habe ja in der ersten Sendung damals gesagt, dass ich dankbar bin und dass das eine persönliche Beziehung ist. Ich bin nicht einfach nur vague, random dankbar, sondern ich danke ihm, der mich kennt und der auf mich aufpasst. Und die Beziehung zu meinem Mann und zu meinen Kindern bereichert mein Leben und zu meiner Familie, unsere Beziehung jetzt. Das macht doch auch glücklich, dass ich jetzt einen neuen, coolen Mann Gottes hier in Deutschland kennengelernt habe. Ich habe gehört, du hast auch 5 Kinder. Ja. Und das macht mich ja auch glücklich. Aber wenn diese Beziehungen wegbrechen, bricht meine Beziehung zu Jesus nie weg. Was machen denn die alleine im Gefängnis sind? Aber Jesus ist immer da. Als Jesus alleine im Garten war und seine Freunde haben geschlafen und es war seine schlimmste Stunde, steht in der Bibel, dass er zum Vater gesprochen hat und sein Vater hat ihn gehört und die Engel kamen und halfen ihm und das hat den Schmerz nicht weggenommen, aber er war nicht alleine. Beziehung ist alles. Noemi, ist total ermutigend, dir zuzuhören. Ich spüre richtig, wie mein Glaubensfeuer entfacht wird, wenn ich mit dir spreche. Und ich freue mich, dass du uns noch einen Song performen möchtest. Jeder Moment, und da geht es um Loslassen. Genau. Ich habe diesen Song darüber geschrieben, über dieses Loslassen von meiner Musik, Loslassen von Träumen, die ich für mein Leben hatte und das Glück, was ich darin gefunden habe, dass die Momente, die man geschenkt bekommt und auch manchmal denkst du, oh, jetzt hat sich was in meinem Leben gewendet. Ich singe das in der Bridge, es gibt eine Wende und dann kommt doch alles anders. Und du denkst, jetzt, dann wird alles gut. Oder ich muss meine Träume verwirklichen, dann wird alles gut. Aber ich singe da, lieber gebe ich das alles her, als ihn zu verlieren. Beziehung ist alles und in dem Fall für mich auch die Beziehung zu meiner Familie und auch zu mir selber und meiner Seele, dass ich merkte, das wird mir zu viel. Ich muss es loslassen, auch wenn es sehr weh tut, ist der Reichtum danach und der Segen und die Freiheit. Und das wünsche ich dir auch zu Hause, wenn du dieses Lied hörst. Du schaffst das, loszulassen und zu vertrauen, dass was Neues, Besseres kommt, ist sehr wertvoll und sehr zu empfehlen und ich bin so dankbar für die Erfahrung. Und das Lied ist auch ein bisschen fröhlich, weil durch die Tränen. Ich kann es kaum erwarten. Also, ich freue mich drauf. Okay. Danke, dass ich hier sein durfte. Du darfst, die Bühne gehört dir. Alles gut, ciao, danke dir. Es berührt dich, yeah, yeah, scheint so wichtig, yeah, yeah, soll niemals enden. Doch dann spürst du, es entgleitet deinen Händen und dein Herz sieht zu. Doch jeder Moment, den er mir schenkt, soll sein Bild von mir vollenden. Wie er mich durchs Leben lenkt, soll mich ganz auf ihn hinwenden. Nur ihn lass ich gewähren, zu geben und zu nehmen. Denn jeder Moment, den er mir schenkt, soll sein Bild von mir vollenden. Oh, 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 yeah. Es erfüllt dich, yeah. Yeah, inspiriert dich, yeah, yeah, und öffnet Welten. Doch dann fühlst du, es entgleitet deinen Händen und dein Herz sieht zu. Doch jeder Moment, den er mir schenkt, soll sein Bild von mir vollenden. Wie er mich durchs Leben lenkt, soll mich ganz auf ihn hinwenden. Nur ihn lass ich gewähren, zu geben und zu nehmen. Denn jeder Moment, den er mir schenkt, soll sein Bild von mir vollenden. Oh, 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 yeah. Sinneswünsche, yeah, yeah, oder Träume. Yeah, yeah, meine Pläne,
ihn zu verlieren, denn ihn kennenzulernen ist das Kostbarste auf Erden. Jeder Moment, den er mir schenkt, soll sein Bild von mir vollenden, wie er mich durchs Leben lenkt, soll mich ganz auf ihn hinwenden. Nur ihn lass ich gewähren, zu geben und zu nehmen, denn jeder Moment, den er mir schenkt, soll sein Bild von mir, oh, Mensch, oh, wie er mich durchs Leben lenkt, soll mich ganz auf ihn hinwenden. Nur ihn lass ich gewähren, zu geben und zu nehmen, denn jeder Moment, den er mir schenkt, soll sein Bild von mir vollenden. Oh, du kannst zu Hause mitsingen. Oh, 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 yeah. Oh. Ich lese aus Markus 10 die Verse 17 bis 27. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das ist mein Glück, meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Dieser Satz steht im Psalm 73, ein wunderbarer, kurzer Vers, der in meinen Augen so sehr trifft, ausdrückt, was ich empfinde. Ich habe den Jackpot, das Glück in einer tiefen, sinnbefriedigenden Weise, dass mein Gott mich errettet hat und ich mit meinem Gott zusammen unterwegs bin, dass er in meinem Leben ist. In anderen Übersetzungen heißt es: Ich aber bekenne, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Amen auch dazu. Vor einigen Jahren haben mein Mann und ich gemeinsam mit lieben Freunden das Kinderprogramm bei dem übergemeindlichen Gemeindefamilienfestival Spring gestaltet. An einem dieser Morgen haben wir diese Szene aus Markus 10 nachgespielt, in der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und ein blinder Bettler am Straßenrand sitzt. Er ist arm, dreckig, blind, ausgestoßen und einsam. Er sitzt da und hört, dass dieser Jesus, dieser Lehrer, von dem er schon so viel gehört hat, ganz in der Nähe ist.
5 Meter, 50 Meter Entfernung. Er weiß es nicht, kann die Entfernung wegen der vielen Menschen um ihn herum nicht einschätzen. Und er ruft, ja, er schreit nach Jesus. Die Sehnsucht des Bettlers wurde mir in diesem Kinderprogramm so bildlich vor Augen geführt. Und was ich an dieser Begebenheit so liebe und warum ich so gerne mit Jesus lebe, zeigt sich in der Reaktion von Jesus. Er hört den armen Mann und bei all den Stimmen und Menschen um ihn herum hört er den auf dem Boden sitzenden Bettler, den, um den sonst alle einen Bogen machen. Aber Jesus bleibt stehen und er wartet auf ihn. Und als der Mann vor ihm steht, sieht er ihn an und fragt ihn, was soll ich für dich tun? Vielleicht denken Sie, ist doch klar, der sieht doch, dass der Mann blind ist. Der will sehen können. Aber Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun? Vor ihm steht ein Mann und er will hören, was er zu sagen hat, was er ihm mitteilen möchte. Dieser Mann ist ihm wichtig. Etwas, was der Mann vielleicht in dieser Tiefe und in dieser Art und Weise so lange schon nicht mehr gespürt hat, vielleicht noch nie. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus seine Sehnsucht, ja seinen Glauben, vielleicht aber vor allem seine Herzenssehnsucht aus seinem Mund hören will. Und Bartimäus, denn so heißt der Mann, sagt, Rabuni, dass ich sehend werde. Rabuni, ein Ausdruck gesteigerter Ehrerbietung, ein Ehrentitel für einen Lehrer. Bartimäus ahnt nämlich, dass der Mann vor ihm nicht irgendjemand ist und er weiß, dass das hier sein Leben für immer verändern wird. Rabuni, dass ich sehend werde. Wie oft sage ich Maren Gott diesen Satz? Ich sitze oder stehe da und ich weiß nicht weiter. Ich habe Augen und ich sehe doch nicht. Ich fühle mich manchmal blind, überfordert von dem Vielen um mich herum, sehe den nächsten Schritt vor lauter Möglichkeiten nicht und sehne mich nur danach, Gottes Willen zu erkennen, seinen Herzschlag zu spüren, seinen Herzschlag für mich, seinen Herzschlag für die Welt. Rabuni, dass ich sehend werde. Was ist es für ein unfassbares Privileg, aus diesem Wissen herauszuleben? Aus diesem Wissen, dass der Gott, der Sie und mich vor Anbeginn der Zeiten erdacht hat, dass der Gott, der für Sie und mich am Kreuz gestorben und auferstanden ist, dass dieser Gott Sie und mich sieht, wirklich mich kennt, mich fragt, mit mir das Gespräch sucht. Und dann überkommt mich im Blick auf ihn erstmal Ruhe. Ein tiefes Glücksgefühl. Und dabei sehe ich ihn genauso wie Bartimäus. Gar nicht nämlich mit meinen natürlichen Augen. Spüre aber seine Präsenz, weiß, dass er da ist, weil er es zugesagt hat und auf ihn Verlass ist. Und ich ihn anschauen muss, darf. Und mit dieser Grundlage, mit diesem Wissen, dass Gott uns sieht und kennt, mit diesem Wissen gehe ich in meinen Alltag, erlebe kleine, sanfte Momente des Glücks, wenn zum Beispiel plötzlich ein Schmetterling um mich herum tanzt, einlädt, mich ablenken zu lassen, zu lauschen, mich zu freuen an dieser verspielten Schöpfung Gottes. Wenn meine Familie und ich gemeinsam beim Abendessen sitzen, erzählen, miteinander lachen, einander zuhören. Oder wenn man nach vielen Jahren alte Freunde wieder sieht. Ich hatte gerade diese Situation vor einigen Wochen. Nach 30 Jahren habe ich meine Abitursklasse zum ersten Mal wiedergesehen. Menschen, mit denen ich einige Jahre meines Lebens die Schulbank gedrückt habe. Gemeinsam haben wir die Pubertät durchgestanden und so manchen Lehrer ertragen.
Und ich habe so manchem ins Gesicht geschaut und die mir so vertraute Mimik gesehen. Auch das war ein Gefühl des Glücks. Schriftsteller Titus Müller lädt in seinem Buch »Vom Glück zu leben« ein, über das Glück im Unscheinbaren zu staunen. Das Nahe, das Ferne, das Große, das Sichtbare und das Unsichtbare. Die großen und die kleinen Dinge, die unser Leben bereichern und die uns manchmal erst auffallen, wenn sie nicht mehr da sind. Aber das muss so nicht sein. Und vielleicht sind Sie genauso jemand, der das Schöne, das Kleine im Alltag sieht, staunt, strahlt, dankbar über diese kleinen Glücksmomente in Ihrem und in meinem Leben. In meinem Leben ist also einmal das tiefe Glück in mir, meine Freude, meine Geborgenheit, mein Sein in Gott, in dieser Beziehung mit ihm. Und es sind diese Momente des Alltags, in denen das Glück mich, uns überrascht. Ich glaube, Jesus hat jeden Menschen glücklich gemacht, jeden Menschen, der bereit war zu staunen, sich überraschen und berühren zu lassen, der sich vielleicht auch eines Mangels in seinem Leben bewusst war. Und ich spreche nicht nur von den Menschen, die er körperlich wieder gesund gemacht hat. Da ist die Frau am Brunnen, die er nicht verurteilt hat und der er einen neuen Wert gegeben hat. Simeon in Lukas 2, der beim Anblick Jesus Gott lobte, dass er nun in Frieden sterben würde. Die vielen Zuhörer auf seinen Reisen, denen er mit seinen Worten Hoffnung gemacht hat. Den Besessenen, den Gebundenen, die frei wurden. Der Junge, der mit den wenigen Fischen und Broten zur Versorgung Tausender mit dazu beitragen durfte. Das waren so viele Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, deren Leben sich durch die Begegnung mit Jesus nachhaltig verändert hat. Vielleicht wartet Jesus gerade auf Sie und fragt Sie, was soll ich für dich tun? Es kann aber auch sein, dass in Ihnen gerade die Gegenfrage aufkommt. Jesus, Rabuni, was möchtest du, dass ich heute für dich tue? Und im Geben und im Nehmen könnte das Glück Sie heute ganz tief erwischen und erfüllen. Ich bete. Gott, manchmal könnte ich weinen vor Glück. Ich bin so dankbar, dass du da bist und dass du uns tiefes Glück schenken möchtest. Und ich bete, dass wir alle mit offenen Händen vor dir stehen und von dir empfangen, uns beschenken lassen, uns wohltun lassen. Und in diesem Empfangen lege ich das auch zu dir wieder hin und sage, Rabuni, was möchtest du, dass ich dir heute tue? Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Erzählen Sie uns gern von Ihren Glücksmomenten im Leben. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und zu lesen. Und für diesen Moment sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Stunde des Höchsten für heute. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Gottesdienst gut getan hat. Und wir wissen, dass Sie dafür sorgen, dass viele Menschen durch die Stunde des Höchsten wieder Hoffnung und Zuversicht für ihr Leben bekommen. Dank Ihnen und Ihrer Spende. Denn erst Ihre Spende macht es möglich, dass dieser Gottesdienst stattfinden kann. Und darauf sind wir wirklich angewiesen. Deshalb danke für Ihre Unterstützung.